Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bekommt ihr von mir 5 Tipps für mehr Selbstbewusstsein. Tipp Nummer 1, stehe zu dir und akzeptiere dich. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit allem, was du nicht an dir leiden kannst, akzeptiere das. Nehme so hin, dass du eben dieser Mensch bist, der du bist. Und das ist so der erste Schritt zu mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz, dass man sich einfach so nimmt, wie man nun mal einfach ist. Punkt Nummer 2, denk nicht so viel nach. Denk vor allen Dingen nicht so viel darüber nach, was jetzt deine Fehler sind und was du jetzt schon wieder falsch gemacht hast oder was wäre, wenn. Es wäre doch viel, viel besser, wenn. Und es wäre doch viel, viel besser, wenn ich mehr Zeit hätte oder wenn ich mehr Geld verdienen würde oder wenn das und das und jenes. Denk nicht so viel nach. Es bringt einfach nichts. Es bringt vor allen Dingen nichts, in der Vergangenheit zu leben. Es bringt nichts, in der Zukunft zu leben. Du musst im Hier und Jetzt leben. Und denk nicht so viel darüber nach, was wäre, wenn. Das ist Verschwendung. Denk nicht so viel drüber nach. Punkt Nummer 3, lebe nicht so viel im Außen, sondern lieber im Innen. Das ist was ich gelernt habe, was unglaublich wichtig ist. Im Außenleben bedeutet das, was so deine äußeren Einflüsse dir geben. Ne? Nach Außenleben bedeutet zum Beispiel für andere schön sein wollen. Viel auf die Meinung geben, was andere von dir denken. Interessiert mich mittlerweile gar nicht mehr. Und mehr im Innenleben bedeutet, auf deinen Körper zu hören. Darauf zu hören, okay, was will mein Körper jetzt? Möchte der jetzt was essen oder möchte er jetzt nur was essen, um mit meiner Freundin zusammen sein zu können? Hört auf deinen Körper, bin ich gerade müde? Habe ich gerade irgendwelche Schmerzen irgendwo in meinem Körper? Und wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, weil ich konnte mir das erst auch nicht vorstellen, wie soll das funktionieren? Ich war so ein Typ, ich habe nur im Außen gelebt, nur. Und dann habe ich meditieren angefangen. Und eine Meditation verlinke ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox, ist nicht die beste, aber hat mir sehr gut geholfen, so vom Außen ins Innen zu kommen, gerade für den Anfang, um mal zu begreifen, okay, was heißt denn das, vom Außen ins Innen zu kommen und mehr im Innen zu leben als im Außen. Punkt Nummer 4, aufrechte Körperhaltung und klare Aussprache. Das ist so ein Punkt, ne? Wenn wir gerade stehen, dazu wird es auch irgendwann nochmal ein Video geben mit der lieben Laura, da machen wir was dazu, zu einer guten Körperhaltung, denn wenn wir aufrecht stehen, haben wir sofort mehr Selbstbewusstsein, sind sofort präsent, da ist es, wir kommen in den Raum und wir haben eine Präsenz und das ist egal, wie wir aussehen, sondern da strahlen wir was ganz anderes aus und das ist super, super wichtig, dass ihr das erkennt, denn Schönheit kommt von innen. Es hört sich immer so doof an. Aber wir können sonst was tragen, sonst viele 100 Euro in unser Aussehen stecken. Wenn wir keine aufrechte Körperhaltung haben, wenn wir nicht laut und deutlich sprechen, haben wir keine Ausstrahlung und die Klamotten für tausende Euro, die wir anhaben, wirken nicht an uns. Punkt Nummer 5. Trage Kleidung, Klamotten und Make-up, die dich wohlfühlen lassen. Super genialer Punkt, zum Beispiel hochhackige Schuhe. Ich hasse es, darin zu laufen. Ich fühle mich darin nicht wohl. Ich fühle mich darin nicht selbstbewusst. Ich trage keine mehr. Ich habe keine hohen Schuhe mehr. Kleidung. Wenn ihr euch in einem Teil nicht wohlfühlt, schmeißt es weg. Schmeißt es wirklich weg. Behaltet es nicht. Habt nur Kleidung in eurem Schrank, in denen ihr euch hundertprozentig wohlfühlt. Denn ihr könnt nur selbstbewusst sein, wenn ihr euch in dem, was ihr tragt, wohlfühlt. Frisuren, Haare. Wie oft höre ich von Frauen, oh, ich muss was an meinen Haaren verändern, ich mag meine Haare nicht und die langen Haare, die brauchen immer so lange zum Trocknen und beim Kämmen und ich weiß nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Schneiden sie ab. Nein, aber macht was mit euren Haaren nicht. Blondiert euch die Haare nicht, weil Männer blonde Frauen schöner finden und dann habt ihr ganz trockene Haare und müsst damit kämpfen und müsst vielleicht abschneiden und dann Extensions, weiß der Kuckuck, auch bei Haaren zählt. Die Frisur, die euch gefällt und die euch wohlfühlen lässt. Wenn ihr gerne pinke Haare haben wollt, tragt es doch einfach, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Make-up ist genauso ein Punkt, ja? Wie viele Tonnen Make-up klatschen sich manche Frauen ins Gesicht? Und das ist unangenehm, ich weiß es. Unter dieser Foundation juckt es, ja? Dann ist irgendwas nicht wasserfest und dann muss man ständig wieder nachpinseln, ja? Der Lippenstift hält nicht den ganzen Tag, den muss man wieder nachziehen. Und dann guckt man ständig in alle Spiegel, ob denn der Lippenstift noch sitzt, ob der noch so dran ist, ob der irgendwo verschmiert ist. In diesem Moment fühlt ihr euch nicht wohl, könnt nicht präsent sein. Lasst es einfach bleiben. Wenn ihr nicht den perfekten Lippenstift gefunden habt, der wirklich den ganzen Tag hält, auf den ihr euch verlassen könnt, lasst den Lippenstift einfach weg.
Ich hoffe, diese 5 Tipps für mehr Selbstbewusstsein haben euch geholfen. Ich freue mich jetzt darauf, eure Tipps in den Kommentaren zu lesen, denn denkt dran, der diesen Monat am aktivsten hier auf meinem YouTube-Kanal, bei Instagram, bei Facebook ist, der kann am Ende was gewinnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!